Grüße Gott. Grüß Gott. Grüß Gott. Einen segnenden, ja, Heiligen mit einem Buch. Bitte schön, Sie haben sicher schon was zu erzählen darüber. Sie haben das woher? Also ich habe es geerbt. Geerbt, ja. Aus der Familie meiner Großmutter, die also im Pfaffenwinkel im 19., frühen 20. Jahrhundert eine sehr vermögende Kaufmannsfamilie war. Und das ist eigentlich mal zunächst schon alles, was ich drüber weiß. Es scheint also schon eben relativ lang im Besitz dieser Familie zu sein. Was ich wissen will, ist, also neben der kunsthistorischen Einordnung, ganz schlicht, ob es sinnvoll ist, sie zu restaurieren oder nicht. Weil man kann sie, haben wir ja auch gehört, kaputt restaurieren. Das stimmt sehr wohl, ja. Also, arbeiten wir mal die Sachen, die Fragen ab. Versuchen wir mal. Eine stehende Gewandfigur, würde man kunsthistorisch zunächst mal sagen. Ein Bärtiger mit einem wallenden, großen, langen Bart. Ganz besonders schön ist, dass der Bart über eine Schlaufe, die das Gewand vor dem Hals schlägt, hinabfällt. Das ist ein schöner Kunstgriff, der so ein bisschen Spannung in die ganze Figur hineinbringt. Und man sieht auch, dass neben der Schlaufe dann der Mantel, der rote Mantel, heute rote Mantel, über der Schulter liegt und dann über das gegürtete Gewand herunterfällt und wie vom Wind geweht, gebläht um den Körper drapiert ist. Ein Buch hat er in der Hand, der Heilige, und einen Segensgestus mit der Rechten ausführend. Das ist nicht so sehr, nicht so sehr direkt. Deswegen können wir im Moment eigentlich nur sagen, ich denke, es ist ein Apostel. Dann fehlen 11. Das könnte aber der Zusammenhang sein, dass wir es hier mit einer großen Apostelserie zu tun haben, von dem der eine übrig geblieben ist. Er hat aber, so schön das Gewand gestaltet ist, leider nicht mehr die ursprüngliche Farbigkeit. Nein. Es kommt noch, noch was anderes dazu. Ich finde für mich persönlich der Segensgestus dieser Figur, dieses Apostels, etwas merkwürdig. Normalerweise würde ich vermutet haben, dass er in der Hand auch noch ein anderes Attribut hat. Dieser Segensgestus passt eigentlich nicht zu einer Apostelfigur. Deswegen würde ich stark vermuten, dass diese rechte Hand eine Ergänzung ist. Das kommt sehr häufig vor. Man hat sehr häufig auch die Hände separat geschnitzt, nicht unbedingt immer in einem Stück Holz, einfach die Leimung aufgegangen ist. Und dadurch kann das auch leicht passieren, dass so eine Hand mal verloren gegangen ist. Die Fassung ist nicht die originale Fassung. Es ist eine Fassung aus dem 19. Jahrhundert. Wenn man sich die Abplatzungen anschaut, dann befürchte ich, dass man nicht sehr viel originale Fassung darunter findet, sondern wenn überhaupt Teile der originalen Grundierung. Das ist natürlich dann immer die Frage, wenn man diese Fassung abnimmt, dann macht man meistens ein ziemliches Fass auf und dann kommt eine fleckige Oberfläche drunter raus und dann sagt man, ja, und jetzt? Was machen wir jetzt? Also meine Empfehlung wäre in dem Fall, die Fassung zumindest so weit zu festigen, dass nicht weiter Dinge abblättern und vielleicht diese störenden weißen Flecken zu retuschieren, damit es ein bisschen harmonischer ausschaut. Dass da jetzt eine zweite oder vielleicht sogar eine Drittfassung drauf ist, das ist kaum mehr zu ändern. Aber es hat eine Farbigkeit, also auf die würde ich auch nicht verzichten wollen, muss ich ganz ehrlich gestehen. Also ich würde es so lassen. Denn es ist ja eine Figur, die einige Geschichte hinter sich hat. Wenn wir jetzt sagen, eine Farbfassung aus dem 19. Jahrhundert, Ergänzungen, dann ist ja die Frage, wann war denn die Originalfassung? Vom Stil her kann man die Figur relativ gut einordnen in die Zeit 1670, 1680, also zweite Hälfte des 17. Jahrhunderts. Und wenn Sie ohnehin schon sagen, Pfaffenwinkel genau. Ist die Region, in der das Stück aufgetaucht ist. Ich würde auch denken, dass man sie zwischen Oberbayern und Oberschwaben genau. Verorten müsste. In dieser Region kann man vielleicht da noch mal ein bisschen recherchieren und fände sogar vielleicht noch Ähnlichkeiten zu genau. Einem bestimmten Lokalstil. Aber dort gehört sie hin. Vielleicht oder sowas in der Richtung oder vielleicht noch ein bisschen. Ja, das ist immer sehr schwierig, weil davon Weilheim war ein großes Zentrum zum Beispiel. Da sind viele Künstler in verschiedene Richtungen auch gegangen. Da gibt es Degler beispielsweise oder solche Herrschaften, die schon Einflüsse in die verschiedenen Richtungen gehabt haben. Also man muss dann noch ein bisschen dran arbeiten. Genau. Kostet sowas denn heute? Was kostet sowas heute? Ja, in dem Zustand, ich finde es eigentlich qualitativ sehr, sehr gut. Schon allein der Stand, dass dieser eine Fuß fast frei steht, das ist sehr, sehr ungewöhnlich. Also ich würde sagen, um die 3.000 Euro, 3.500 Euro muss man in dem Zustand auf jeden Fall verorten, vielleicht auch ein bisschen mehr. Aber das ist eben der Punkt, weil wenn Sie jetzt anfangen, dran zu restaurieren, machen Sie es besser, machen Sie es wertvoller.
Ja, ist es dann das wert, was man dafür ausgibt? Weil umsonst kriegt man diese Restaurierung auch nicht. Aber diese Festigung und das Schließen, das macht Sinn. Den Werterhalt würde ich auf jeden Fall machen. Bewahren Sie es auf, wenn es schon so lange in der Familie ist. Auf alle Fälle. Die Tradition sollten Sie beibehalten. Schön, dass Sie es mitgebracht haben. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank. Bitte sehr. Auf Wiedersehen. Schöne Heimfahrt.